So, und ich will nicht die ganze Zeit diese einzelnen, ich will die im Zweierpack. So, und Tifa wechselt in ihr tiefes Limit. Was dann doch ab und zu ganz gerne genutzt ist. Yeah! Yeah! Ich weiß zwar nicht, was besser ist. Yeah! Oder ein Hit-Herz. Dam, dam, dam. Sie ist so brutal. Sie mit ihren Gold Knuckles. Das ist doch irgendwie gruselig, eine Frau, die so viel schlägt. Salto erhalten. Das war gerade dafür, weil wir einen gekillt haben. Mit unserem absolut geilen, mit unserem geilen Limit. Und, ja, wir haben jetzt zum 8. Mal dieses Limit benutzt und damit einen getötet. Besiegt, Entschuldigung. Und deswegen ist die Limitstufe aufgestiegen. Und jetzt kommt Salto und ich weiß schon, wie das aussehen wird. Das werden zwei von diesen einarmigen Banditen sein. Von diesen einarmigen Banditen spielen. Und, ja, der Angriff wird doppelt so stark. Und es besteht dann nicht nur aus der Schlagreihe, sondern danach noch aus einem Schlag mit Salto. Wie der Name schon sagt. Ihr werdet sehen. Tifa wird gleich bestimmt nochmal in die Bedrohung kommen. So, jetzt hat jeder seinen eigenen Gegner. Das läuft doch. Dum, 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 dum. Propeller, Propeller, Propeller. 72 Schaden, das war ein ganz schöner Haufen. Das war ein Superschlag. So, Kreuzschlag. Ich glaube, den habe ich auch schon gezeigt. Aber was soll's, ich liebe den Kreuzschlag, der bockt mich an. Ich liebe Cloud, das ist allgemein perfekt. Und er hält es einfach mal aus. Das ist schade, aber Tifa gibt ihm jetzt in Sicherheit den Rest. Der wird so um 200 Lebenspunkte haben, die wir ihm jetzt genommen haben. Da werden die Kämpfe im Prinzip schon fairer. Zwei mit 250 um den Dreh Lebenspunkten. Na toll, 10 Punkte fehlen noch. Egal, die holen wir jetzt noch. Ja, dann kann ich mich schon mal auf den Weg nach unten zum Speichern begeben. So, während das jetzt lädt, gucke ich mal eben auf die Uhr. Ja, das kommt hin. Dann gehen wir wieder hoch. Jetzt kann man ein bisschen, mal wieder eine nutzlose Folge, aber ich habe schon gesagt, das LP wird lange. Final Fantasy, boah, überfragt mich. 200 Teile, weil ich's bin. 250, weil ich's bin. Nein, ich mach's ja nicht auf so 100%ig und so weiter. Das heißt, es wird doch ein bisschen schneller gehen. Denke ich doch mal. Gehe ich mal stark von aus. Naja. Will euch auch nicht zu lange damit quälen. Andere Projekte sollen wieder mit anlaufen. Pokémon soll wieder mit anlaufen, weil Pokémon ist eigentlich toll. Pokémon war ich auch schon relativ wohlbemerkt weit. Und das will ich dann halt noch zu Ende führen. Das hatte bis jetzt 11 oder 12 Parts, glaube ich. Und die werde ich jetzt noch zu Ende führen. Und ja. Pokémon Gelb, tolles Projekt. Schaut es euch mal an. Hat sich übelst gewirkt. Pokémon halt, klar. Und danach, wenn Pokémon vorbei ist, dann eventuell noch zu Final Fantasy. Kongruent, parallel war das Wort, genau. Parallel dazu dann, denke ich mal, wird Assassin's Creed weitergehen. Harry Potter, ich habe gar keine große Ahnung, war ja mit Mickey Maus zusammen. Wie das jetzt noch weiterlaufen wird, keine Ahnung, sehen wir dann. Wenn es sich ergibt, wenn es sich nicht ergibt, ist auch gut. Ich meine, war jetzt eh nicht das tollste Projekt, aber es hat schon irgendwo gefallen. So, wir zaubern mal ein bisschen, vielleicht bringt das ja mehr. Wir sind schon ziemlich auf gut Deutsch am Arsch. Und gleich kann Tifa das erstmal ihren Salto benutzen. So. Und ich mag den Salto jetzt auf einen benutzen, der noch nicht so schwach ist, damit es sich auch lohnt. Schade. Naja, Doppelhit. Ja, hab ich nicht geschafft. Ich hab's auch mal wieder verkackt. Schlagsturm. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Salto. Pam. Mit Tritt in die Fresse. Das war jetzt irgendwie kein bisschen mehr Schaden als vorher, nur verteilt auf zwei Angriffe. Und der steht hinten in der letzten Reihe und macht wenig, bekommt wenig Schaden. Das ist irgendwie ein bisschen mies. So, Tifa ist jetzt gerade gestorben. Darum geben wir ihr eine Phönixfeder. So. Schon wieder eine Bedrohung hier gekommen. Hart, aber herzlich. So, Objekt. Trank. Objekt. Ja, auch noch einfach ein Trank.
Warum heißt das eigentlich Trank? Hieß das nicht Potion? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, das hieß Potion. Also in den anderen Final Fantasy Teilen hieß es Potion. Vielleicht hieß es hier auch Potion, aber wie schon gesagt, PSP-Edition, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Weiß ich nicht so genau, aber wird schon stimmen. Genießt diese Musik und diesen fast schon, aber nur fast spektakulären Kampf. Naja. Muss auch mal sein. So seht ihr zumindest mal ein bisschen was vom Spiel und wie spannend das sein kann, wenn es eng wird oder man zu große Fresse hat, zu wenig trainiert, drei Gegner hat, die dann doch etwas stärker sind und... Ja, gut, haben wir das auch geschafft. Das freut mich natürlich. Ganz schön eng geworden. Passiert, wenn man große Fresse hat, überheblich ist, so wie ich. Man sagt, Pille-Palle, heilen braucht man sich nicht. Schwachsinn. Also, oh, 500 Lebenspunkte mittlerweile. Ich würde sagen, bockt sich. Dann noch Substanzen ausrüsten. Tifa müsste jetzt nämlich noch ein bisschen was haben, für wieder herstellen. Damit sie auch heilen kann. Ah, nicht hoch, runter, sondern wieder hoch. Wer liegt da? Jesse! Oh, Cloud! Ich bin froh, dass ich mit dir sprechen konnte. Ein letztes Mal. Sag nicht letztes. Das ist okay. Wegen unserer Taten starben viele Leute. Wahrscheinlich ist das unsere Strafe. Und sie nehmen es auch noch so hin, sind die blöd. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Sag nicht letztes Jahr, das ist okay, starben viele Leute, Strafe, Cloud. Nein! So geht natürlich die Zeit blöd. So. 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 Barrett ballert wieder stumpf um sich. Guckt es euch einfach an. Hört mal. Der ballert einfach nur blöd um sich rum. Ich sehe da überhaupt keine Gegner, aber passt. So, mal gucken, was haben wir hier. Wir sind relativ gut geheilt, ja gut. Den klatschen wir kaputt. Wär's jetzt nur einer, hätte ich gesagt, Rückzug. Aber bei dem einen, das geht klar. Dem treten wir jetzt auch gut durch die Fresse. Versohlen ihm ein bisschen den Hintern. Machen Gay-Pornos, blop, 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 blop. Und gut ist. Pam, pam. Das hört sich ja immer irgendwie komisch an, wenn Tifa zuschlägt. So, bum, bum. Man wird es bei euch im Video auch richtig heftig mit dem Bass hören. Bom, bom. Ja? Mysteriös, aber so. So, wir sind hoch genug gelevelt. Barrett! Tifa! Tifa, Cloud, ihr seid gekommen. Vorsicht, sie greift vom Hubschrauber aus an. Macht euch besser bereit, bevor sie mit voller Kraft loslegen. Drücken wir Menü, okay. Na, scheiße. Hier sind sie! Ich hab Barrett nicht ausgerüstet, das war scheiße von mir. Und da ist Reno, ich liebe Reno. Und Barrett hat, das ist komisch. Die Soldaten haben alle Gewehre und Barrett ist der einzige aus den Slums, der sowas mal hat. Aber am Arm, bockt sich. Du bist zu spät. Wenn ich erst diese Taste drücke. Das ist alles, Leute. Mission erfolgreich abgeschlossen. Mission complete, yay. Wir müssen sie entschärfen, Cloud, Barrett, bitte! Ich kann das nicht zulassen. Niemand darf Reno und den Turks in die Quere kommen. Und diese Bosse. So. Hat gebockt. So. Eis. Barrett ist direkt auf Limit, das ist auch gut. Feuer. Immer mal ein Druck. Barrett ist das schwächste Mitglied, der ist schwächer als Tifa und das, obwohl er doppelt so groß ist, doppelt so breit ist und ein Gewehr am Arm hat. Er kann nicht zaubern und nichts, er ist wertlos. So. Jetzt Limit, Kreuzschlag. Dieser Zauber da von Reno ist echt unfair, der mit Pyramide. Damit, das bedeutet, wie man schon sieht, diese Lichtpyramide ist über einem und dieser Charakter kann halt nichts mehr machen. Nicht angreifen, nicht heilen, nicht gar nichts machen. Nicht zaubern, nichts. Aber dafür wird er, glaube ich, auch nicht angegriffen. Erstmal. Und stirbt natürlich auch nicht. Was das doch wieder ganz nett wenden könnte. So. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ändert. Das ist ein bisschen hässlich. Elektromagnetischer Stock war gut.
Reno ist am Anfang doch noch ganz schön stark, aber das wird sich noch ändern. Also der levelt zwar mit, alle Gegner in diesem Spiel leveln mit, aber an sich, puh, alter Schwede, der ist stark, Reno. Okay, Limit, Machtschlag. Auf Reno. Er mit seinem Boxerschnitt. Ich laufe ja auch gerne mit Boxerschnitt rum. Haha. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir verloren haben, wenn Barrett stirbt. Keine Ahnung, wie das geht. Wieder elektromagnetischer Schockstoß, Stock, was weiß ich. Okay, Pyramide auch auf ihn. Was passiert jetzt? Haben wir jetzt verloren? Ja, Spiel beendet. Schön, dass ihr das auch schon seht. So früh in diesem Spiel. Ist ja echt angenehm. Das waren jetzt nur 20 Minuten. Aber ich würde sagen, damit ist die Aufnahme dann erstmal beendet. Das ist hässlich. Wir sehen Squaresoft, wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn wir Reno in den Arsch treten. Wir sehen uns, wenn wir wieder oben bei Reno sind. Das sollte reichen. Den Rest kennt ihr ja nun. Habe ich alles gemacht. Ihr müsst ja dann nicht so viel sehen. Wir sehen uns im nächsten Teil bei Final Fantasy 7. Yay. Tschaußen.